Moin moin Leute und herzlich willkommen zu der kleinen, aber feinen Horror-Trilogie von Scriptwelder. Wir spielen Deep Sleep. Dieses Spiel kann man auf Game Yolt spielen. Der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife schauen wir kurz in die Optionen. Damit haben wir nicht gerechnet. Naja, das dachte ich mir. So, ich mache die Brightness mal ein wenig höher. Aus dem Grund, dass YouTube das ja immer gerne mal runterregelt. Und ich würde sagen, wir starten gleich ein neues Spiel. When you look into an abyss, the abyss also looks into you. Friedrich Nietzsche. Ein deutscher Typ. Interessant, dass sie das so übersetzt haben. Wenn du in die Dunkelheit, Abyss kann man mit vielem übersetzen, wenn du in die Dunkelheit schaust, schaut die Dunkelheit auch in dich hinein, in dich zurück. So. Das Spiel ist mir jetzt schon ehrlich gesagt ziemlich laut. Okay. Ich habe schon lange kein Horrorgame mehr gespielt. Ich habe schon ziemlich Angst, was uns hier noch alles erwarten wird. I've just woken up. Ich bin gerade eben erst aufgestanden. Oder aufgewacht. Und die Teile kann man nicht öffnen. Haben wir irgendwas im Inventar? Nee. Das sind wahrscheinlich die Optionen. So. Ah, da war ein Schlüssel drin. Ist der Schlüssel für die Tür oder ist der dafür? Da ist der für. A cube with a keyhole. Wow, wow, wow. What the? Warum liegt da jetzt ein Skelett bei uns im Bett? Das Telefon werde ich definitiv nicht beantworten. Sagt er und nahm es ab. Hör auf damit, das macht mich so... Du musst wegrennen. You have to escape. You need... Also du musst... Es stinkt sehr, sehr stark da drin, okay? Du musst wegkommen von dem, was dir abgeht. Wir haben eine Taschenlampe und wir haben einen Würfel mit einem... Oh Gott. Oh Gott. Ein Würfel mit einem Schlüsselloch drin. I'm sure this note gets to you somehow. At this point, you should know all this is not real. I hope the inner awakening went well and you have a full lucid control over the dream. Sincerely yourself. Das ist jetzt natürlich sehr interessant. Das ist alles, das was wir gerade gesehen haben, ist ein luzider Traum. Ein luzider Traum ist dadurch gekennzeichnet, dass man träumt. Aber man weiß, dass man träumt und man kann den Traum steuern. Das heißt, alles, was passiert, das löst man selbst aus. Es ist sehr schwer, so in einen luziden Traum zu kommen. Ich habe mich da damals ziemlich viel mit befasst. Ich habe damals auch in alten YouTube-Videos, habe ich da ziemlich oft drüber geredet. Und ich hatte sogar mal so einen luziden Traum. Ganz, ganz lange her. Auf jeden Fall, das ist eine Notiz, die an uns selbst geschrieben wurde, von uns selbst. Dass jetzt anscheinend alles geklappt hat und wir diesen luziden Traum haben. Es ist zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Ach, es hat keine Batterien, die Taschenlampe. Dann ist die natürlich ein bisschen unnütz. Die lässt sich nicht bewegen. Ist da ein Schmelzofen? Was ist das denn? Alte Kleidung. Und ein Stück Kohle. Wunderbar. What the fuck? Ich bin auch so ein typischer Mensch, der nicht schreit, sondern einfach nur macht. Ja. Ich bin schon ein lustiger Mensch. My lucky piece of coal. Ja, das ist sehr schön. Für das bräuchten wir, glaube ich, am besten einen Hammer oder sowas, um das aufzuschlagen, schätze ich. Well... Kannst du bitte aufhören, mir so Angst zu machen? Ich schlag gleich das Telefon kaputt. Dummes Ding. Gut, wir haben keine Batterien. Wir brauchen irgendwoher Batterien. Warte, wir können ja nicht diesen Cube einfach mit einem Stück Kohle kaputt schlagen, oder? Nee. Was das noch genau ist, warum das ein Würfel ist mit einem Schlüsselloch, das weiß ich auch noch nicht ganz genau. Das werden wir auch noch wahrscheinlich herausfinden. Können wir vielleicht mit dem... A puddle of water. Gut, wir haben jetzt diese Kleidung getränkt.
Getränkt mit Wasser. Und was kann man Schönes mit, niemand zeigt sich. Wir sind anscheinend so in sowas ähnlichem wie eine Hotelrezeption. Ich gehe einfach nochmal hier hin. Ich weiß, dass ich gleich mich nochmal erschrecken werde, aber... ich will hier nicht lange sein. Geh wieder weg. Danke. Warte, Moment. Was ist das da? Needs a lever of some sort. Also es braucht irgendwie einen Hebel oder sowas in der Art. Können wir hier nicht irgendwas machen? Was ist das denn? A human bone! Okay, wir haben ein Armstück. Können wir damit vielleicht das einschlagen? Das wahrscheinlich nicht, weil der schon so zerbrechlich ist. Aber können wir das vielleicht als Hebel benutzen? Wir brauchten noch hier einen Hebel, richtig? Yeah! Oh Gott, das heißt jetzt ja eigentlich, dass wir da rein können, nicht? War da nicht der Typ drin? Ouch, this handle is hot as hell. Bitte erschreck mich nicht zu sehr. Die Musik ist auch sehr schlicht gehalten, aber trotzdem sehr schön. Na gut. Ich dachte, wir können das irgendwie so Dings nicht benutzen zusammen. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Den können wir für die eine Schublade verwenden. So. Ja, ist in Ordnung. Ich stehe bald auf. Und da sind Batterien drin. Wunderbar. Seht ihr, langsam kommen wir doch einigermaßen voran. Und jetzt können wir mit der Taschenlampe auch hier... Rake up. Oh Gott, hör doch auf, Mensch. Ich kack mich bald... Ah, du blödes Ding. Was? What could it mean? His coal is last without his... Plushy Tiger? Was? Little Cody is lost without his Plushy Tiger. Okay, der ist verloren und einsam ohne seinen kleinen Tiger. Oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Was ist das denn? Eine goldene Statue. Auch schon mal was. Oh Gott, was ist das hell? Oh Gott, ich gehe doch jetzt nicht in irgendeine helle Dings. Bin ich irre? Warte, von da kamen wir, ne? Ja, da können wir reingehen. Meine Tochter ist schlafen gegangen und nie wieder aufgewacht. Mein Sohn... Die Personalität, der Charakter von meinem Sohn hat sich komplett verändert in der Nacht. Die Frau von dem Bürgermeister ist besessen. Ein Mann hat seine Familie getötet, nachdem er von einem Koma aufgewacht ist. Du bist der Nächste. It's time to pay a price for playing with things you don't comprehend. Du bist der Nächste. Es ist Zeit dafür, dass du deinen Preis bezahlst für Dinge, die du selbst nicht, sag ich mal, nicht richtig kennst oder verstehst. Oh Gott, was ist das? Dafür brauchen wir anscheinend einen Code oder so. Ich will hier einfach nur weg. Danke. Puh, krank. Was ist das? Ein Haken. Eine Sache, die könnte noch interessant sein. Wenn wir hier reingehen, sind ja diese ganzen... Ist hier irgendwo ein Code zwischendrin? Text by Otris. Nobody even know who it hesitate. One thing for sure, she know Posen or Mary 7 years ago. Vor 7 Jahren. Sonst irgendwelche Zahlen? Nee. Ja, wegen dem Code halt, dass wir irgendwie auf diesen Code kommen. Das ist ein nasser Lappen. Was können wir denn mit einem nassen Lappen sonst noch machen? Ich meine, hier ist hier vielleicht noch irgendwas drin. Warum können wir hier näher rangehen? Moment! Wir können hier was abkratzen. Und das wegen dem Lappen, glaube ich. Ich weiß aber nicht. Und hier ist, glaube ich, ein Code. Was ist das für ein Code?
7, 4, 6. 7, 4, 6, 4. 7, 4, 6, 4, glaube ich. Den werden wir mit Sicherheit da eingeben müssen. Sub, 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 sub. Ach, das war der falsche, da wollte ich rein. 7, 4, 6, 4. Yeah! Komm. Ach, die Tür ist offen. Gut. Oh nein. Nein. Ich glaube, ich sollte gehen. Ich glaube, ich sollte gehen. Ich glaube, ich sollte gehen. I have to stop this thing. Ja, dann mach zu. Mach zu. Ciao. Wir gehen. Tschüss. So, wir haben jetzt einen Hammer. Damit können wir hier oben locker das einschlagen. Schätze ich zumindest. Das bricht alles ein. Und wir haben ein Netz. Was ist das da? Ach, das ist das Loch, woher wir kommen. Okay. Ein altes Gemälde von einer Frau, die vor dem Leuchtturm steht, was ein bisschen creepy ist. Brauchen wir da... Ne, das sind da die Lampe, ne? Warum haben wir ein Netz? Warte. Jetzt haben wir ein Netz mit einem Haken. Was wollen wir denn mit einem Netz mit einem Haken? Können wir das irgendwie hier rüberhängen? Nee, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird hier immer komischer alles. So. Irgendwas sagt mir, wir müssen jetzt was mit dem Netz mit dem Haken machen. Nur ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir das jetzt einsetzen sollen. Müssen wir das jetzt vielleicht hier? Ein Netz mit einem Haken damit? Nee. Ein Netz mit einem Haken. Können wir das vielleicht als eine Art Leiter benutzen? So komisch das klingen mag. Kann man das benutzen, um da... Aha! Och Gott, jetzt hör doch mal auf langsam. Ach, das war die ganze Zeit so eine Sprachmemo. Aha. Wir haben ein glänzendes Etwas. It looks somehow familiar. Also es kommt ihm irgendwie bekannt vor, was das da ist. Ah, was wollen wir jetzt mit so einem leuchtenden Ding? Nein, da werden wir nie wieder hingehen. Das Ding werde ich dann niemals wieder ansehen. Im Leben nicht. Dieses leuchtende Ding braucht er ja. Braucht er das vielleicht für sein Auge hier? Nee. Brauchen wir das leuchtende Ding vielleicht im Leuchtturm? Weil leuchtendes Ding, Leuchtturm. Könnte er vielleicht sogar sein. Wir werden einmal sehen. Aha! Jetzt geht es darum, wo das hinleuchtet, oder wie? Nein! Komm schon, leuchte das Ding an! Leuchte das Ding an! Bitte! Willst du mich verarschen? Du bist tot. Ja, toll. Hä? Was muss ich denn jetzt machen? Gott, war das gerade krank. Oh Gott. Hilfe. Warte, wir können das ja einmal so komplett nach so drehen. Und wir können das einmal so drehen.
Das heißt, wir müssen das gleich wahrscheinlich hundertprozentig... Hi. Hundertprozentig auf ihn richten. Komm schon, ich hab's jetzt schon... Komm schon. Komm. Sag mal, hast du nichts gegen Licht oder wie sieht das aus? Ah. Geht doch. And then, just like that, I woke up. Und dann, nachdem, bin ich einfach aufgewacht. Der Albtraum war über, war vorbei, aber mein Leben hat sich für immer verändert. War das alles nur ein Traum? Oder waren diese Kreaturen real? Ich muss es wissen. Ich muss einfach die Wahrheit wissen. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich muss zurückgehen. Zurück in den tiefen Schlaf. Wow, okay. Das war eine sehr interessante, sehr kranke, ja doch, Geschichte. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr werdet auch beim nächsten Part wieder einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine positive Bewertung da und schreibt mal einen Kommentar, wie ihr es so fandet. Ob ihr es auch so ein bisschen abgefuckt fandet. Aber vielleicht werden wir im nächsten Part ein wenig Aufklärung haben, wie das hier alles zustande kommt. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Ich bin Little Confused Brain oder einfach nur gar nicht. Bis dann, euer Brain. Tilly mit Ü. Kapau!